Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, genau, die Aufnahme geht weiter. Diesmal muss ich die Steine hier platzieren. So. Ja, das macht schon mehr Sinn, ne? Gut, es wird hinten und vorne nicht reichen, das weiß ich jetzt schon. Das bedeutet, wir werden so oder so, wohl oder übel, nochmal in die tiefen Ebenen des Nethers, Nether, wie auch immer, keine Ahnung, runtergehen und ja, Quarzfarmen. Mein liebstes Lieblingshobby, Quarzfarmen, geil. Erde bräuchte ich. Oh, es ist Nacht. Ist da oben ein Bett, wo ich mich kurz hinlegen kann? Spinne, lass mich in Ruhe. Ich hab's gehört, wie du hochgekommen bist. Ja. So. Nehmen wir so ein Stack Erde mit. Und dann schauen wir mal, dass wir hier die Löcher wenig zukriegen. So, zack, zack. Hier wird zu. Den bräuchte ich da gar nicht, glaube ich, ne? Da könnte ich sogar Erde nehmen. Ja. Also wir müssen gucken, dass wir da. Ja, so halt nicht, ne? Ja, oh Gott, was mache ich denn hier? Ich mache alles kaputt. Ich randaliere schon wieder. Nein. Ich muss gucken, dass ich hier so ein bisschen spare, was geht. So, den dahin. Jetzt habe ich hier drüben wieder alles weggehauen, ne? So, den könnte man dahin machen. Da müsst ihr doch hin, sonst passt hier nicht. Okay. Naja, gut. Gut. Kann ich das hier schon mal ein wenig zumachen? Da versagt direkt meine Stimme. So, zack, zack. Ja, guck mal, wenn man das denn so hat. Ne? So mit dem Ding. Sieht doch gut aus, oder? Also ich finde es schön. Ich finde es hat was. So, mit der Beleuchtung müssen wir noch was überlegen. Mit der Beleuchtung muss ich mir dann noch was überlegen, wie ich die mache. Da wird mir aber auch noch was einfallen. So, jetzt heißt es aber, ja, wie gesagt, ab in den Nether und guck mal, wir haben zum Glück hier ein Nether-Portal. Als hätte sie es gewusst, ne? Als hätte es schon wieder gewusst, dass wir hier nochmal runter müssen. Kannst du mal sehen. Die ist mir um Welten voraus, die Frau. Die weiß alles. Die weiß schon Sachen, bevor ich sie weiß. Die weiß schon, was ich mache, bevor ich weiß, was ich mache. Das musst du erstmal hinkriegen. Wir gehen wieder. Gut. Das war nix. Das war rein gar nix. Nee, das ist Jamilas Baubereich, da hat sie irgendwas gemacht und da gehe ich jetzt nicht rein, weil, wie gesagt, geht auf ihren Channel, schaut ihre Videos an, macht das, ja, lasst ein Abo und ein Like da und vielleicht ein liebes Kommentar oder sonstiges, ja. Würde sie bestimmt freuen, das würde auch mich freuen, ja, das wäre, also es hat sie auf jeden Fall verdient. Sie hatte hier sehr, sehr viel, eigentlich fast das, ja, fast alles hier auf dem Server hat sie irgendwie gemacht. Und, das wäre ganz cool, wenn ihr da einfach mal sie ein klein wenig unterstützt. Das wäre schön. So. Genau. Ne. Und das, was sie da halt jetzt macht, da unten,
Da mische ich mich nicht ein, da habe ich keine Ahnung von. Und das sind vielleicht Sachen, die sie noch in ihren Videos dann irgendwie zeigen will. Und deswegen laufe ich da jetzt auch gar nicht rum und zeige euch da irgendwas, ne? So. Genau. Wenn ihr das sehen wollt, dann müsst ihr bei ihr gucken. Ich klaue hier nicht den Content von anderen Leuten, das meine ich nicht. So. Dann, ja, hüpfe ich wieder ins Pombeergesicht und würde sagen, da suche ich ein wenig Quarz. Ein wenig viel Quarz am besten. So. Ein wenig viel Quarz suchen. So. Auf, Pombeer, friss mich. Verschlinge mich. Wo gehen wir jetzt hin? Also letztes Mal haben wir... Ich muss ein bisschen aufpassen hier. Letztes Mal haben wir nicht so viele gefunden. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich. So. Stress nicht rum. Ich bin hier gerade runtergekommen und du gehst mir schon auf den Sack. Hör auf. Mach das nicht. Ist nicht gesund. So. Wir müssen am besten mal da hoch. Knister, knister. Ja, ich glaube da oben. Da hinten gehen wir mal gucken in der Ecke. Eventuell finden wir da was. Ich habe jetzt gerade am Mikro ein bisschen was verstellt. Kann sein, dass es gleich, dass es jetzt ein Ticken lauter ist als eben. Ich hoffe, das ist da noch im gesunden Rahmen. Dass euch jetzt hier nicht die Ohren wegfliegen oder so. Aber rein theoretisch habe ich nur eine Mühe an dem Rädchen gedreht. Eigentlich sollte da jetzt nichts passieren. Also es ist schon was passiert, sonst hätte ich nicht dran drehen müssen, aber nicht so krass, ne? So. Ich habe immer das Problem, dass ich zu leise bin gefühlt. Ich rede halt sehr ruhig. Das ist halt also auch das Ding, dass du auch mal dazu kommst. Ich schreie nicht so ins Mikro, wie es gewisse andere Leute immer machen. Da gibt es ja auch so diese YouTuber, die da mal sehr engagiert sind, mitzuteilen, was sie gerade machen. So, dass man das Gefühl hat, man wird erschlagen, man wird angeschrien. Also eher nicht so mein Ding. Und, genau, da ich vielleicht ein bisschen ruhiger rede auch. Und ja, bin ich auch vielleicht ein bisschen leiser. Und das ist das Problem, was ich dann immer habe, dass ich gefühlt immer viel zu leise Aufnahmen habe. Aber wenn ich das Mikro lauter drehe, übersteuere ich. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie so da. Warum leuchtet es jetzt so komisch? Es ist immer so eine ganz komische Mische bei mir. Das ist irgendwie ganz. Weiß ich auch nicht. Ich muss da mal ein bisschen gucken, wie ich da eine Toneinstellung da was verbessere. Was ist denn hier los? Wieso wird das immer so schlagartig rot? Was ist hier los? Ich meine, klar, hier ist überall Lava. Da kommen wir jetzt schon wieder. Jetzt wird es richtig rot. Was ist hier los? Und jetzt wieder weg. Hä? Versteht ihr das? Gibt es da wieder was, was ich nicht verstehe? Hallo? Hier war doch auch eben alles richtig knallrot. Und auf einmal war es wieder weg. Okay, aber jetzt kommt es nicht mehr, ne? Kleinen Moment. Ich mache gleich weiter. Ich würde gerne wissen, ob das hier automatisch die ganze Zeit kommt. Oder ob ich irgendwie dann was getriggert habe, ein bisschen. Oder beim Spiel halt irgendwie was ausgelöst habe, ein bisschen. Weil ich hier drinnen gegraben habe. Aber eigentlich sollte sich ja da nichts verfärben, oder?
Also wenn ich jetzt wieder hier reingehe, jetzt wieder rot. Und jetzt wieder weg. Das glaube ich einfach, weil ich hier drinnen stehe, oder? Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht. Wir machen weiter. Wir sammeln Quarz. Quarz für die Hobbit-Höhle. Schon mal gut aus, ne? Eigentlich könnte man auch mal im Nether ein bisschen gucken, ne? Also mal hier mal ein bisschen erkunden. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Ja, hätte ich eigentlich auch mal wieder. Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Könnte man auch mal wieder ein bisschen erkunden. Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Vielleicht finden wir ja was Schönes. Aber vielleicht nicht jetzt, weil mit sehr viel Quarz in der Tasche mache ich das dann ungern, weil ich kenne mich, ich sterbe dann auch sehr gerne. Sehr schnell. Mir wurde auch mal gesagt, ich könnte ja auch Minecraft Hardcore mal spielen oder sowas, wo ich gedacht habe, ja, das wird, das wird ein kurzes Let's Play, würde ich behaupten. Ich, vermute, dass wir nicht über die 10 Folgen rauskommen. Ja, also, vielleicht gehe ich das irgendwann mal... Ach, das habe ich schon gedacht. Vielleicht gehe ich das irgendwann mal an. Ja. Würde mich auch mal interessieren. Also ich hätte schon mal Bock auf so eine Challenge so ein bisschen. Ja, dass ich sage, okay, dass man dann sagt, okay, hier ist Minecraft Hardcore. Spiel halt mal. Mach mal. Guck mal, wie weit du kommst. Hätte ich schon Bock drauf? Ja, so ist es nicht. Wie gesagt, das Einzige, was bei mir halt ist, so... Einzige bei mir ist halt, ich bin halt nicht wirklich gut. Das ist mein Problem. Ich meine, auf der anderen Seite natürlich wäre es halt wiederum eine Challenge, ne? Also es ist halt... Es ist ja halt nicht gesagt so hier, spazier friedlich durch die Gegend, stell Minecraft friedlich und spazier ein bisschen rum, sondern ja, ist ja schon ein bisschen, soll ja auch eine Herausforderung sein. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich das dachte. Es soll ja auch eine Herausforderung sein. Und ja. Ich habe leider nichts Goldenes an, oder? Nee. Shit. Ja, ist natürlich doof jetzt. Bis dahin, wenn ich da runtergehe, dass ich gleich auf die Fresse kriege. Das wäre natürlich nicht so geil. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Dinger am besten abbaut. Ich kann es nicht sagen. Was war das denn? Das gehört das Geräusch. Was ist das? Naja, vielleicht spiele ich irgendwann mal Minecraft Hardcore. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, so Challenge-mäßig wäre schon mal nicht schlecht. Hätte ich auch mal Bock drauf. So einfach so ein bisschen zusätzliche Herausforderungen oder sowas. Es gibt aber auch noch andere. Also ich kenne mich in diesem ganzen Minecraft-Challenge-Bereich aber auch gar nicht aus. Das ist auch so eine Sache. Das machen ja sehr, sehr viele. Und ich weiß nicht, guckt ihr sowas? Mögt ihr sowas? Schaut ihr euch sowas an? Falls ja, könnt ihr mir auch mal schreiben, was es denn da so für Challenges gibt oder so, was man machen kann. Und ja, eventuell, vielleicht habe ich ja Bock auf so ein Ding. Vielleicht mache ich ja dann mal eine. Ja? Da gucke ich einfach mal. Also es sollte halt auch irgendwo machbar sein, ne, für mich. Ich kann gleich sagen, so diese Speedruns, nicht schlecht jetzt hier. Ich kann gleich sagen, diese Speedruns können bei mir knicken. Aber das könnt ihr komplett vergessen. Wie schnell kommt man ins End? Ich bin bis heute nicht einmal im End gewesen. Also, doch, ich war mal da. Ich glaube, hier auf dem Server war das, ne?
Ja, doch, müsste ja. Ja, logisch. Ja, da wurde ich mal hingeschleift. Und dann konnte ich mir das mal angucken. Aber ich habe so gegen den Enderdrachen, also das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie gekämpft gegen den. Nö. Bis heute nicht. Weil einfach kein Interesse und ich habe halt auch keine Ahnung davon. Da müsste ich mich erstmal damit auseinandersetzen, wie das alles ist und wie das funktioniert. Wirst du wohl. Dumme Sau. So. Ich nehme mal mit. Wir brauchen noch mehr Quarz, ne? Also das, was wir hier in Quarz haben, ist halt wieder... Das ist halt nicht so viel. Das wird nicht reichen. So. Ja, 40. Das ist halt nix. Das ist ja gar nix. Vielleicht soll ich denn da kommen? Guck ich mal, ob ich mich da irgendwie so ein bisschen... in die Richtung rüber graben kann. Ja, das Holz ist futsch. Wunderbar. Hat ja gut funktioniert. Wir nehmen halt auch noch die Dinger hier mit, ne? Diese... Wie heißen die denn? Wie steht das da? Pilzlicht, genau. Pilzlicht hießen die. Die können wir gut mitnehmen. Eventuell können wir die in der Hobbithöhle irgendwie als Lichtquelle verbauen. Wie gesagt, ich glaube, die Kerzen... Du blöder... Hässlicher... Ist doch nicht wahr. Das tue ich mir jetzt nicht an. Oh, mein Herz. Das kannst du nicht machen. Die miesen... Ey, ohne Witz. Oh, da kriege ich Puls. Ja, so viel zum Thema Hardcore, ne? Also, das kannst du vergessen bei mir. Das ist der Tod ist sicher. Mein Untergang ist garantiert, definitiv. Nee. Kohle. Ich bräuchte doch mal Kohle, ne? Kann man die nicht einschmelzen? Das ist ein Schmelzofen. Oder muss ich das an dem Ofen machen? Ein Ofen. Und dann kann ich den da reinschmeißen. Und dann kann ich die Kohle hinterher schmeißen und dann macht er was. Und ich habe schon wieder ein Störsignal. Moment. Ätzend, dass mein Handy immer Geräusche macht. Ah ja, da kriegen wir die raus. Genau. Ja gut, dann schmeiß ich das ganze Zeug hier mal kurz rein. Die Kiste ist bestimmt voll, oder? Na, fast. Jetzt ist sie voll. Ich schmeiße das eben noch kurz da rein. Genau, das ganze andere Zeug hier. Schmeißen wir da mal alles rein. Selbst den Quarzblock schmeiße ich da mal rein. Ich schmeiße jetzt gerade wirklich mal kurz alles rein. Das nehme ich noch mit. Wo habe ich denn eigentlich meine Schaufel hingeschmissen? Habe ich meine Schaufel kaputt gemacht? Ernsthaft? Ja, da machen wir uns noch mal schnell den Schaufel. Oder habe ich noch eine? Ja, ich hätte noch eine. Seht sich. Ja. Aber ganz ehrlich, bei Schaufeln ist auch egal.
Bei Schaufeln ist es auch wirklich komplett wurscht, oder? Behutsamkeit, na, die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. So, komm, schmeiß mal hier wieder rein, zack, fertig. Da nehme ich ein Bett mit. Und eine Werkbank, wer weiß, für was wir sie brauchen können. Gut, dann gehe ich einmal kurz schlafen. Ein kleines Schläfchen. Und dann gehen wir mal ein bisschen Kohle suchen. So, jetzt komme ich hier wieder von einem ins andere. Aber egal. Jetzt geht ja eh alles aus hier. Hauen sie ab. Verbrennen sie draußen, nicht hier drin. Dann muss die ganze Asche wieder rauskehren. Ja, das ist nicht so toll. Das ist kein Spaß. So, ist er hin. Komm mal. Steht an der Tür und haut mir eins in die Fresse. Ich glaube, es geht los. Macht man das? So einer, ey. Rowdy. Hooligan. Was weiß ich. Mann, Mann, Mann. So. Ja, ja. Bei euch geht's auch noch an den Kragen. Keine Angst. Plopp. Hey, gehen wir mal ein bisschen Kohle suchen. Ich wollte mir eh den einen Berg da vorne mal angucken. Da hätte ich eventuell auch noch ein paar Bauideen, was ich da gerne machen würde. Die ich jetzt aber noch nicht angehe. Also da will ich jetzt erstmal an den Hobbit-Höhlen weitermachen. Ne? So. Aber bei dem Berg können wir da schon mal ein bisschen gucken, ob da Kohle ist. Und in der Nether gehen wir auch nochmal. Noch mehr Quarz suchen. Da habe ich ein paar Bauideen für den Berg. Da würde ich gerne was machen. Allerdings, wie gesagt, später erst. Ich hoffe, Jamila kommt mir nicht zuvor und beschlagnahmt den Berg und formt den mal eben schnell um. Das kann innerhalb von... Ja, keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde kann der komplett anders aussehen. Ja, ja. Er ist ja einmal komplett umgedreht, der Berg. Auf links gedreht. Alles weg. Und da ist er wahrscheinlich eine riesige Statue von ihr oder sowas. Ah, da hinten geht es ja noch weiter, oder so bergig. Ja, mit dem hatte ich da eine Idee ungefähr, so ein bisschen. So, haben wir hier irgendwie so ein bisschen Höhle oder so? Ja, hier haben wir auf jeden Fall mal Kohle. Kohle ist schon mal gut. Kohle ist nie verkehrt. Nehmen wir gerne mit. Da oben haben wir noch welche. Sollte auch relativ schnell gehen, hier Kohle zu holen. Da will ich jetzt aber nicht hin, das ist mir ein bisschen zu weit oben. Jetzt habe ich natürlich... So. Zack. Zack. Ja, das sollte hinhauen. Auf der Höhe sollte passen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr schon mal hier so seid, ne? Oh, das war ein schrecklicher Unfall, ihr habt das gesehen, die ist einfach gestürzt. Ne? Die ist mir einfach direkt ins Schwert gerannt, was soll ich machen? Guck mal, die kommt da auch nicht mehr runter. Ich hab gesagt, du kommst da nicht runter. So, ja. Grausig. Schlimm, was hier passiert.
Kann ich nicht gutheißen. Nö, nö. Gut. Weiter geht's. Ich hab Hunger. Hier haben wir noch mehr Kohle. So. Noch welche. Nehmen alles mit. Alles. Mir fällt gerade erstmal so ein bisschen auf, wie lange ich nicht mehr wirklich hier so Zeug gefarmt habe, ne? Also mal Kohle und Eisen und sonstige Sachen. Also ich habe ewig und also gefühlt sowieso irgendwie nie was gemacht. Ich laufe immer nur rum und erzähle irgendwas. Was ich nicht alles machen will, mache es dann am Ende doch nicht. Ja, also wenn ich jetzt mal so mein eigentliches Spielverhalten sonst angucke, was ich so sonst früher hatte, wenn ich privat gespielt habe. Ja, da bist du los, dann hast du mal hier ein bisschen Eisen gefarmt, ein bisschen Kohle gefarmt und dies und jetzt und jenes. Nur Kupfer nicht, weil Kupfer will keiner, das braucht keiner, das weiß man ja. Und ja, all das hat man gemacht. Und irgendwie mache ich das hier gar nicht, warum auch immer. Seht ihr das da, die Sandberge? Sandige Berge. Aber immer noch keine Wüste, ne? Immer noch keine Wüste. Sieht auch interessant aus. Hopp, hopp, hopp. Der König der Welt. Und habe doch kein Geld. Was ist das denn? Da ist aber kein Wächter, ne? Da können wir mal gucken. So weit weg ist es jetzt nicht. Es ist nicht so tief, dass ich da jetzt gleich ertrinken würde. Und einen Wächter sehe ich auch nicht. Was bist du? Was kannst du? Warum bist du hier? So, wir haben eine Schatzkarte. Eventuell ist der Schatz da hinten, den ich letztes Mal gefunden habe, zufällig. Wäre interessant. Wäre lustig. Ja, wir haben eine Schatzkarte. Jetzt ist die Frage. Ich finde das mit den Schatzkarten, ich finde das cool. Wenn man die findet, finde ich klasse. Finde ich super. Ich finde es nur ultra kacke, das muss ich ehrlich sagen, das finde ich wirklich wahnsinnig lästig, dass man nicht sieht, wo man hinläuft. Ich finde das fürchterlich. Also, dass das kein Pfeil ist, der Punkt da oben, dass der kein Pfeil ist. Dass ich sehe, okay, jetzt stehe ich in die Richtung, okay, ich muss in die Richtung laufen, so zack. Was? Das ist echt ätzend. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Mal. Wenn ich jetzt so schaue. Aber jetzt sehe ich es, okay. Ah, gut, dann ist der Schatz ja gar nicht so weit weg. Den können wir doch mal eben schnell holen, oder? Jetzt sehe ich es, okay. Weißt, dass man nicht von Anfang an diesen Pfeil sieht, dass, wenn ich am Kartenrand oben bin, dass er mir einfach nur den Punkt anzeigt. Das finde ich total bescheuert. Da ist ein Wrack. Das wurde aber bestimmt schon gelootet, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder? Also das würde ich jetzt mal vermuten, dass das schon gelootet worden ist.
Beziehungsweise ich habe da auch, glaube ich, wenig Chancen. Ich komme hier nicht mehr raus. Oh, nicht schon wieder. Ja, gute Nacht. Ich habe da gerade so ein Déjà-vu gehabt. Also bevor ich da runtergehe, mache ich erstmal einen Sicherheitscheck. Dafür bin ich viel zu doof, als dass ich das irgendwie überleben könnte. Oh, das wurde noch gar nicht gelootet. Was ist denn hier los? Ja, das wundert mich jetzt aber. Ist da eventuell noch was drin, ne? So, das war aber alles. Ja, nice. Da war ein Schiffswrack, was noch gar nicht gelootet worden ist. Hier hinten in der Ecke war wohl noch nie jemand. Das ist aber auch interessant. Sind die immer alle in die andere Richtung gelatscht, oder wie? Weil gefühlt ist ja eigentlich schon alles gelootet worden im Umkreis von 20.000 Quadratkilometern. Ah, stress doch nicht so rum. Was ist mit dir? Ja. Ja, aus dem Wasser, ne? Hey, ich versuche aus dem Wasser zu schießen, dann wird das aber nichts. Aber du natürlich, gar kein Problem. Mit 3 Pfeilen in der Brust legen wir uns schlafen. Oder sind es 2? Ich weiß es nicht. So. Schatz, wir kommen. Wo auch immer du bist. Hallo, Schildis. So, hier ungefähr irgendwo da so sollte ein Schatz sein. Ich hab da so eine... Vermutung. Hä? Okay. Hä? Hier war wohl jemand? Und hat einen Schatz liegen lassen, oder wie? Oder hat er kein Interesse daran? Das kann natürlich auch sein. Ja, okay. Aber weißt du, was wir hier auch haben? Sehr viel Sand. Sand brauchen wir auch immer. Gut. Darum kümmern wir uns aber alles erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ne? Dann... Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.